Hallo meine Freundin, hallo mein Freund. Beim Stöbern auf Facebook habe ich das hier gesehen und was da gesagt wird, ist schon sehr interessant. Ich spiele dir das mal vor. Ö3 Nachrichten, Wetter und Verkehr. Um Punkt an Punkt. Es ist 11 Uhr. Die offizielle Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Österreich ist zuletzt auf über 700 gestiegen. Aber der jüngste Anstieg in der Statistik ist nicht so sehr auf Todesfälle im Juli zurückzuführen, sondern auf nachgemeldete Todesfälle für die Vormonate. Das hängt mit einer neuen Zählweise zusammen. Nicht nur wer direkt an Corona gestorben ist, fällt jetzt in die Statistik, sondern auch wer mit dem Virus verstorben ist. Ö3-Reporter Bernd Koschuh. Um 10 Corona-Todesfälle ist die Zahl beispielsweise am 29. Juli gestiegen im epidemiologischen Meldesystem. Aber nur eine Person war aktuell gestorben. Die anderen 9 Fälle wurden nachgemeldet für das Frühjahr. Grund dafür sind internationale Vorgaben. Jeder, der im Monat vor dem Tod einen positiven PCR-Test hatte, muss gerechnet werden, sagt Franz Allerberger, Abteilungsleiter der Gesundheitsagentur AGES. Jeder, der binnen 28 Tagen nach Befund verstorben ist, fällt da rein. Auch wenn der behandelte Arzt sagt, der Patient wäre sowieso verstorben. Mag schon sein, dass Covid nichts zu tun hat. Wir müssen ihn rechnen. Es sei auch sinnvoll, nicht mehr zu unterscheiden zwischen an oder mit Covid-Verstorbenen. Das Schlimmste ist, wenn im Raum steht, dass irgendwo ein Todesfall unter den Tisch gekehrt wurde. Aber tatsächlich sinkt die Zahl der Corona-Toten seit April. 35 waren es Stand derzeit im Juni, nur 10 im Juli.